始まりだ。ちょっとパパは静かにね。Na, sauer war lustig. Aber bald sind sie. Hey, wir sind der Flitzeflinke Eli. Und der nicht ganz so flinke, aber dafür umso verrücktere Dominik. Von Backhand zu Expeditions. Hier ist alles voll, Eli. Halt. Ja, was ist das mal hin? Halt, guckt euch das an. Wir haben ein neues Video hier sehen. Das ist ein kurzer Break, den ich hier mache. Ja, das ist ja wohl. Oh, ich freue mich. Ich muss morgen gleich los. Oh, und die sind gut. Eli, willst du noch eine Süße haben? Guck mal hier. Papa hat noch eine. Hier, Zickbock. Super Schmack. Guck mal, der ist süß. Das ist kein Hubschrauber. Oh, dann guck dir das an. Ja, am liebsten gleich hier bleiben. Hier ist alles voll. Ist alles. Naja, gut, wir haben ein Tagesziel für morgen. Soweit wollten wir noch gar nicht gucken. Ja, normalerweise plane ich nicht weiter als in den nächsten 5 Minuten. Warte, Eli. So, jetzt nochmal. Ne? Wir sind die Bekloppten, das hatte ich gerade schon. Und ja, ganz spontan habe ich euch jetzt mal mitgenommen. Und fast genauso spontan sind wir jetzt auch losgefahren. Ich darf gar nicht nach rechts gucken, jetzt hier die ganzen Brombeeren. Ja, kleine Wasserrunde. Ha? Ich habe in Zukunft, brauche ich gar nicht sagen, demnächst wollte ich ein paar Videos mit dem Wasser in jedem Fall machen. Und da hätte ich euch in jedem Fall mitgenommen. Das war auch von mir so gedacht. Heute ist es ganz einfach nur, ich habe Waschtag. Ja, so komisch das klingt, aber nach einer Woche muss ich mich mal waschen. Ja, und deswegen muss ich sowieso, da haben wir sowieso los. Und da dachte ich mir, ach naja, klar, kannst du heute mal den Reifen mitnehmen. Das würde Sinn machen. Wenn ich jetzt den Reifen bei habe, vielleicht mal was erkunden. Wie der Gram in der Landschaft, der alte Elbarm, wo wir jetzt eigentlich hinfahren, wie der so von der Strömung ist. Ob ich da vielleicht schon in Anführungsstrichen stromaufwärts paddeln kann. Oh, schon nass. Oder ob es noch nicht geht. In jedem Fall fahren wir zur Elbe. Und wir sind auch gleich da. Auf dahin. Wir freuen uns, ja? Ja, in jedem Fall. Da sind wir schon. Kurzer Blick über das Wasser, ehe es gleich noch viel näher ist. Vielleicht läuft es schon vor. Hoffen wir, dass wir heute niemanden am Wasser haben, denn es ist Samstag. Und beim letzten Mal hatten wir schon eine eher unfreundliche Begegnung. Leider muss ich sagen, das hat es damals auch nicht gegeben. Nicht zumindest in diesem Maße der Häufigkeit, wie es heute auftritt. Die Leute werden nicht klüger, na? Aber dafür intoleranter. Das ist ja sagen, ne? Hängen alle zu viel vor der Glotze offensichtlich. Oder gucken nicht die richtigen Kanäle. So, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Also Ila ist ja schon nicht. Hey, Zwingi, bist du schon da? Tatsächlich, das ist so eine Quatschspur. Ich sah es gerade noch, ne?
Ein faules Pack. Letztens, das ist so, letztens habe ich welche, das waren die, die unfreundlich waren. Die sind mit dem Auto rangefahren. Mich vollmotzen, das müssen wir reinziehen. Ja? Mich wegen Eli vollmotzen, aber hier quer durch Landschaftsschutzgebiet mit dem Auto radeln. Quasi. Ja. Tja. Gut, heute sieht es besser aus. Ruhiger. Ja. Oh, schön. Ja, und ihr seht ja auch natürlich, ja, die Spur. Das ist kein Quad. Das sind 4x4 in jedem Fall. Hier hat einer mit einem kleinen, weiß ich nicht, ne? So ein Zucki Jimny-Format, was auch immer, hier schön einen raushängen lassen. Ja, das ist hier. Hm, ah, richtig. Also. Gut, wir wollten heute keine Kritik üben. Ich hatte es mir zumindest nicht vorgenommen. Dafür euch jetzt hier das ist jetzt unser Strand für heute. Ja, wo ich einsetzen wollte zumindest. Wir sind mal gespannt. Die bei mir Instagram abonniert haben, die dürfen das Video, was ich dazu hochgeladen hatte am Wasser, das war hier. Und da vielleicht noch erinnern könnt an diese kleine Halbinsel. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, sie ist jetzt doch. Sie ist höher rausgekommen. Das heißt, der Pegel ist gesunken in jedem Fall. Zu diesem im Vergleich. Ansonsten jetzt zu vor 5 Tagen, wo ich hier war, ist annähernd gleich geblieben. Hat sich tatsächlich nichts groß verändert hier. Aber jetzt die Wassertemperatur, das wäre jetzt hier natürlich das Heiße. Ah, verdammt, ich hab's befürchtet. Letztes Mal sagte ich noch so ungefähr, naja, 19, 20. 20 könnte in jedem Fall. Das ist jetzt eher so 17. Wenn es regnet, ja. So ein Mist. Oh, Kinder waren hier barfuß. Das ist vernünftig, dass noch einige Kinder barfuß laufen. Ich habe jetzt viele immer am Wasser gesehen. Zieh deine Schuhe an! Ich mir sagen, ha? Warte mal. Ja, ich weiß, hier wegen den Glasscherben, natürlich, aber ja, so ist das Leben nun mal. Die Elbe. Unendliche Weiten. Stromaufwärts. Und stromabwärts. Da geht es nach Norden. Und da, ich habe jetzt tatsächlich gar keinen Plan, was ich euch gesagt hatte, da hinten, hier zweigt es ja ab, seht ihr schon, deswegen ist die Stelle so markant hier, wollte ich mal schauen, wie dieser alte Graben, wie da der Pegel und die Strömung ist. Es fließt ja da rein und im Sommer ist es zumindest ohne Strömung. Dann kannst du quasi auch zurückpaddeln. Und dann mache ich es ja mal so, Elbe runter, schwimmen jetzt, ja. Genau dann bis zu Ende, das ist vielleicht 1 Kilometer, so ungefähr. Das ist ganz entspannt, bist du relativ fix tatsächlich. Und dann natürlich über den Graben wieder zurück. So bleibe ich die ganze Zeit im Wasser und muss hier nicht über die Disteln am Ufer laufen. Ja, und die spitzen Steine. Das funktioniert, wie gesagt, wenn der Pegel nicht so hoch ist. Der große Nachteil ist, mit im Wasser zurück, das muss man abpassen. Denn das ist nicht so tief, das Wasser an der Stelle. Und dann hast du meistens Schlick drin, da sammelt sich ja auch viel ab, dass du denn nicht schwimmen kannst, sonst musst du laufen und dann versinkst du aber an diesem Schlick, weil es ist nur wie so 50 cm tief, da kannst du ganz schlecht schwimmen und du versinkst in dem Schlick aber bis zum Knie und dann ist es viel anstrengender in dem Ding rumzu. Also das ist, ja, deswegen, der ist immer anders, das ist das Interessante an diesem Graben und jetzt müssen wir mal gucken, wie er heute ist. Das ist das, was mich interessiert, neben dem Waschen. Ja, also seid ihr mal live dabei, was ich hier so mache. Hier muss ich ja irgendwie ein bisschen selbst unterhalten. Ja. Und zu der Unterhaltung habe ich es mal mitgenommen. Da wollen wir jetzt keine Zeit verlieren. Der Plan ist jetzt wie folgt. Den muss ich mir erstmal aussehen. Was machen wir eigentlich? Ja. Das haben wir auch noch vergessen. Nicht vergessen. Wir hatten ja Überschwemmung, Hochwasser gehabt. Ne? Dadurch ist, sieht man jetzt, na hier siehst du es ihr wahrscheinlich jetzt nicht so. Aber drüben, die Sandbank. Also seht ihr da drüben vielleicht? Guck mal vielleicht gleich mal hin. Da liegt ein großer Baumstamm. Das hat es natürlich auch vorher so nicht gegeben hier. Und die Sandbank ist jetzt flacher und etwas weicher in der Mitte. Das ist alles durch die Überflutung, das Hochwasser, was es weggespült hat. Die größeren Steine. Und dadurch, durch die Überflutung, kann natürlich jetzt auch in den Graben, können hier einige Sachen eingeflutet oder sind ganz bestimmt irgendwelche Sachen eingeflutet, die dann auf dem Grund liegen,
des Wassers und die du nicht siehst. Und das kann alles Mögliche sein, ja? Schwere Baumstämme, die denn, wie gesagt, untergehen. Oh, guck mal, das ist aber. Jetzt ist schon einer Mühe gegeben. Der Steppke mit Barfuß wahrscheinlich, ne? Mit so ein paar Klettdisteln gespickt. Eine Wasserburg. Mach die nicht kaputt, Eli. Ja? Schöne Sache. Erinnert mich immer gleich ein bisschen an meine Jugend, aber ich hab Festungen gebaut, ganze Festungen mit Burgverlies für Politiker. Das geht denn da rein und schlängelt sich dann hier um diese, naja, es ist eine Insel tatsächlich, jetzt aktuell zumindest ist so rum. Ja, und da kann alles drin sein und ich hatte schon mal unangenehme Kontakte da drin, wo ich mir dachte, wow, was ist denn das? Also das kann wirklich jetzt gehen, witzig, ich übertreib's jetzt nicht. Das ist alles, was der Mensch rumschmeißt und was in der Landschaft durch ein Hochwasser spült sich dann tatsächlich. Die schwereren Sachen treiben ja eh am Ufer, wisst ihr? Okay, wer so Hochwasser an der Elbe kennt oder grundsätzlich an Flüssen, das treibt ja eher so meistens eher am Ufer und tendiert dann dazu, irgendwo sich am Ufer abzulagern. Ja, und hier hast du dann quasi diesen Sog. Das heißt, das Ding ist prädestiniert für Schatzjäger, zum Ansammeln von Unrat und so ein ganzen Müll. Ja? Ist alles, vieles wird hier runtergesogt von den letzten, ach, sehr vielen, wow, Fisch. Kann ich jetzt nicht sehen, Kilometern jedenfalls. Seht ihr hier übrigens die kleinen Fische vielleicht? Guckt mal. Ich hoffe, die könnt ihr sehen. Die sind ja nur so. Ja? 6 cm ungefähr lang, maximal zwischen 4 und 6. Und dann habe ich natürlich auch größere. Hm? Jo, und ach ja, ich habe sie gar nicht übersehen, ich sehe noch eine davon. Ja, ihr seht schon, ja, das ist ja strategisch in jedem Fall, was er aufgebaut hat. Da wollte so eine kleine Stadt bauen. Gibt es vielleicht irgendein Computerspiel, was er sich abgeguckt hat? Ich hoffe nicht, selbst drauf gekommen. Ja, aber das ist ja der Klassiker. Das seht ihr auch, bei Kindern ist das drin schon, ne? Wenn wir Zivilisation aufbauen, clever ist, wenn man direkt am Wasser ist. Ja, wegen der Versorgung, das ist in dem kleinen Stäbchen schon drin. Was allerdings genauso noch drin ist, gibt die gleiche Dummheit, die heute in den Menschen immer drin schickt, wenn sie nämlich zu nah am Wasser bauen. Und dann wird es ziemlich aufgesaugt. Deswegen wäre es jetzt nicht cleverer, wie es in die Kleckerburg etwas weiter oben zu bauen. Aber gut, wir sind ja schon froh, dass wir überhaupt draußen waren. Ja, und nicht hier vor Tetris gesessen haben. Eine schöne Sache. Der Himmel gefällt mir übrigens gerade. Habt ihr schon darauf geachtet? Wir haben schön viele Wolken hier. Wir haben Sonne und wir haben alles Mögliche an blauen Himmel. Ja, hier von dem bis rüber. Wir haben den schönen schlüpferblauen Himmel. Blümchenblauen, was auch immer. Ja, und da hinten wird so ein bisschen düsterer. Da ist es schon ganz schön. Da Wind kommt übrigens heute aus Südwesten. Ja, ja, ziemlich genau. Südwesten, fast Westen. Südwest-West haben wir. Und das ist scheiße, vorsichtig ausgedrückt. Das ist jetzt nicht so produktiv. Denn die Elbe treiben wir auch ohne Wind runter. Aber jetzt nämlich die Problematik. Ich wollte da ja hoch. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Die Nummer ist eigentlich taktisch ziemlich unklug. Zurück gegen den Wind. Wo ich ja schon gesagt hatte, die Strömung könnte ein Problem werden. Scheiß. Nun gut. Eli, bist du soweit? Wollen wir erstmal gucken, dass wir aufs andere Ufer kommen? Ja, das machen wir jetzt hier kurz und schmerzlos. Und dann vielleicht fällt mir denn was ein, wie was am dümmsten. Jo, apropos Dummheit, jetzt muss ich das Fahrrad mit der Kamera tragen. Da sind auch solche Premieren hier bei Backcountry Expeditions. So, Eli. Oh, was für ein Scheiß. Das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Das ist auch mal wieder, wie immer, was ganz was Neues. Oh. Oh, heute ist aber Strömung. Heute ist mehr Strömung als beim letzten Mal. Das sehe ich jetzt. Wow, und jetzt kippt das Fahrrad runter. Ah, so ein Mist, ey. Oh, geil, ich bin zu kippelig da oben. Das Paddel stört leider. Und dann wird es ein bisschen nass. Oh, hier ist die Lücke nicht so tief. Deswegen fahren wir kein E-Bike. Denn die Räder werden öfter mal nass bei mir. So.
sieht gut aus. So, sind wir angekommen? Oh. So, jetzt weiß ich, warum jetzt hier rüber. Ich muss das Fahrrad hier irgendwo ablegen. Ne? Das heißt, ich verstecke das jetzt mal immer an anderen Orten. Die muss ich mir dann natürlich mal suchen. Nie am selben. Mach ich grundsätzlich nicht. Das ist wie mit Autos. Wenn du irgendwo parkt in der Wildnis oder so, nie am selben. Ihr dürft die Bösewichte kein Prinzip erkennen lassen. Das ist wichtig. Sonst seid ihr anfällig. Ja, deswegen muss ich jetzt ausblenden, wo das Fahrrad hinkommt. Na, Zwicky, ist Jucke oder was? Seht ihr, ja? Ila ist schon wieder juckig. Ja, komm her, du kleines Schwein. Ja. Du wolltest dich hier ganz ruhig bleiben, Ila. Ganz ruhig, schon die Kräfte. Die kannst du vielleicht neu brauchen heute. Ich befürchte das. Ich habe jetzt Schuhe mitgenommen. Hier angebunden. Und was brauche ich? Eventuell, falls wir nämlich nicht den Kanal zurückpaddeln können. Und ich muss am Ufer laufen. Da steht alles voller Disteln. Da kannst du barfuß, ist unmöglich. Das geht gar nicht. Ich zerkratze mich ja so schon immer jedes Mal hier. Aber das ist, geht zu weit. Und ja, da sind wir jetzt so weit. Ja. Ich hoffe, dass der Akku, ich habe jetzt gerade nochmal getauscht. Ich habe gesehen, das ist der Dicke aus Lappland, der so aufgequollen ist. Wisst ihr, wo ich mal gesagt hatte, der macht nicht mehr lange. Ich hoffe natürlich, dass er uns jetzt hier die Tour noch ein bisschen Energie liefert oder grundsätzlich noch aushält. Ja. Und dann hatten wir, glaube ich, schon mal, oder ich habe das schon mal gesagt, normalerweise brauche ich gar nichts, wenn ich sowas mache, weil ich das hier für mich mache. Aber wenn ich jetzt mit der Kamera unterwegs bin, brauchen wir was für die Elektrik. Ersatzakku habe ich jetzt nicht mit. Ne? Irgendwas wasserdicht, das hatte ich auf den letzten Touren im letzten Jahr schon mal gesagt. Was ganz Kleines hier, dieses Peli Micro Case. Da hatte ich wieder aus dem Auge verloren, weil es ja im Winter besteht ja für mich keine Notwendigkeit grundsätzlich. Ja, aber ich glaube, das ist leider so ein Wohlübel, so ein Gegenstand, den ich mir irgendwie noch zulegen müsste. Ansonsten haben wir bei solchen Sachen keine Chance, sonst brauche ich ja nichts mitnehmen. Ja, wie gesagt, alles, was ich sonst dabei hatte, war ein Handtuch, Ersatzschlüpfer. Und der Rucksack, das ist am Fahrrad und das Fahrrad siehst du erst, wenn du direkt davor stehen würdest. Das heißt aus 1-2 Meter Entfernung und sonst auch nicht aus der Luft. Ich würde also sagen, es ist sicher versteckt. Da machen wir jetzt keine Gedanken drum. Aber die Elbe ist frisch. Wir nutzen jetzt hier mal unseren... wir hoffen natürlich auch, dass die Schuhe festbinden, dass es hält. So, Gienchen, wir sind gespannt. Oh, es ist in jedem Fall nicht ganz so warm. Und ihr seht das jetzt, glaube ich, auch schon. Ich sah es gerade noch, die Himmel sieht so schön aus mit den Wolken. Ja, es zieht sich zu. Das wird jetzt zum Abend leider nicht besser. Und wir haben jetzt gerade so eine riesen fette Wolke vor der Linse. Der Wind, ja. Heute wäre eigentlich besseres Wetter zum Brombeeren sammeln, hätte jetzt einer gesagt. Naja, so ist es manchmal, ja. Das kann man sich nicht aussuchen, ist jetzt nicht schlimm. Ja, aber... So, Eli. Nee, komm mal hierher. Komm her, Eli. Komm her. Eli, das gibst du nicht. Er hat schon ab. Komm ran hier. Da sieht er, wie juckig der ist. Na? Eli, komm her. Du komm. Das gibt's doch nicht. Raus aus dem Wasser. Der will unbedingt schwimmen. Das kann er. Also das kann ich ihm heute garantieren. Wenn wir den Kanal zurückpaddeln, dann kommt er in jedem Fall auf seine Kosten. Ah, wenn das funktioniert. Wow. Was soll ich dazu sagen, ja? Eli, du komm her. Der wartet jetzt natürlich, dass ich reinkomme. Der kann ja nicht wissen, dass ich ihn erst eine Strippe nehmen muss. Denn ich möchte nicht, dass wir uns jetzt hier auf den paar Metern trennen, wenn jetzt hier ein Boot kommt. Ich habe keine lange Leine mit. Deswegen ist es mit Absicht nicht mitgenommen. Ja, weil ich jetzt dachte, wir bleiben heute eigentlich nur im Kanal. Dass wir jetzt hier an die Elbe raufgehen, das habe ich gerade spontan entschlossen. Eli, komm her jetzt. Los. Das gibt's doch nicht. Ich warte hier. Mich krabbeln hier schon die Krebse an. Nur her. Das kann noch ein bisschen dauern. Wir warten, bis Ila hier ist. Das ist kein Problem. Ist mir übrigens eingefallen. Ich hoffe, es fällt jetzt keinem auf. Nicht, dass ich hier waschen bin. Das sowieso nicht. Wird in den letzten Videos sowieso klar aufgefallen sein, die letzten beiden wahrscheinlich.
So, dass ich wirklich dringend eine Badehose brauche. Habe ich auch in Lappland schon erzählt, ne? Wie mit dem Akku und so. Also Sachen für mich alleine. Ich, wie im Alter, brauche ich ja nicht. Ne? Die Leute jetzt im Dorf, wenn ich mal durchfahre, wissen die, ah ja, hier wieder der Verrückte von Becker & Rex, wenn er mit dem Schlüpper da rumfährt. Ja? Und sie sagt für mich erledigt, aber jetzt mit der Kamera, wisst ihr, ja, da muss ich mir was anziehen. Und das Ding ist jetzt schon zwei Nummern zu klein und wollte gar nicht wissen, wie viele Jahre das schon alt ist. Freut mich immer so ein Ding, ja, es sind auch wieder irgendwie 30 Euro, die ich sonst eigentlich überhaupt nicht bräuchte, wenn ich nicht, hey, für die Kamera, das ist das Stichwort. Dann geht's los, komm her, Zwicky, jetzt geht's los. Komm her, da ist ein feiner Ila, bist du zurückgekommen? Hast du dir ein bisschen in den Hosenboden lassen? Komm her, Papa macht dich eine Schwablitz. Ja, so, so ist sie fein. Und dann kannst du jetzt mal zeigen, was du drauf hast, Ila, wenn du jetzt hier beim Papa bleibst. Ich habe gerade schon ein paar Gänse gesehen, hoffen wir. Das war, die mich verscheuchen und ein bisschen was vom Ufer sehen. Und ich versuche jetzt, auch wenn es jetzt komisch aussehen mag, mich erstmal nicht nass zu machen. Das wäre mein Herr sowieso in jedem Fall. Wegen, also der Arsch wird nass, aber ich meine oben rum, weil es sonst so frisch wird wegen dem Wind. Das also muss ja nicht sein. Au, das ist mein Fuß, ist ihm leid. So, da sind wir wieder. Ihr kennt das schon. Warte mal, jetzt wo ich die Leine habe, kann ich das ja mit dem Fuß festmachen. Jetzt guckt hier bloß keiner hin vom Sicherheits-Security-Service-Team. So klein. Ja, aber nimm schon das erste. Eli, Problem? So, wir sind abgelegt. Das Boot ist on water. Oh, Eli hat in jedem Fall wirklich Drang. Ha? Der möchte stromabwärts auch noch paddeln. Oh, ich werde jetzt mal ein bisschen die Ruhe genießen hier. Ne? Nicht so viel sabbeln. Ich muss die Kamera jetzt tiefer stellen, sehe ich gerade. Da war ja jetzt hier waagerecht hinten. So, ne? Da saßen gerade die ganzen Gänse. Eli, wir bleiben aber rechts. Rechts, Eli. Der hat schon wieder das Bedürfnis, rüberschwimmen zu wollen. Ne? Dieser Verrückte. Ich kann mal noch ein Stückchen weiter. So, glaube ich. Dieser verrückte Mongo. Nein, Eli, rechts. Hey, rechts, Eli. Ich meine, wie kann er rüberschwimmen? Jetzt, wo wir auf der Elbe sind, stört mich ja jetzt nicht. Ne? Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir rechtzeitig wieder rüberkommen. Denn stromaufwärts kann ich nicht paddeln, auf keinen Fall. Auch mit Schuhen nicht. Hey, Eli, mach nicht schon wieder so eine verrückten Sachen da. Rechts, habe ich gesagt. Rechts. Ich habe jetzt die Schnur am falschen Bein. Ich hätte sie rechts anmachen müssen, nicht links. Ah, naja, kein Problem. Aber vielleicht treibt er uns an einen schönen Strand, den wir uns da angucken können. Ne? Oh, Gänse. Da drüben sind sie. Guck mal. Der Pegel ist wieder gestiegen, denn seht ihr an der Bude, da links gleich daneben ist so ein großer Stamm im Wasser, ne, an dem Strand. Der liegt sonst immer auf dem Strand. Der war auch schon im letzten Jahr schon da, der ist jetzt nicht neu. Aber der da oben, der ist neu hinzugekommen. Ja. Noch stören sich die Gänse nicht an uns. Das sind die vorher gerade bei mir waren, wo wir mit dem Fahrrad angekommen sind. Die sind eine weitergegangen. Ila hat das jetzt so drin, mit dem Rüberschwimmen. Ja, weil wir das immer machen. Das ist ja so ein Gewohnheitstier. Was ist da zu sagen? Ja, dann lassen wir ihn rüberschwimmen. Er hat Bock drauf. Soll er ruhig machen. Schläft er heute Abend umso besser. Auch heute Nacht irgendwann. Ich muss noch nähen. Nicht, dass jetzt einer denkt, hey Dominik, ich muss das Video schneiden und gleichzeitig in die Martine tacken erlassen. Irgendwie muss ich das versuchen heute zu verbinden, Multitasking. Da wollen wir jetzt gar nicht dran denken. Wir sind jetzt heute aktuell hier gerade auf dem Wasser und es ist schön ruhig. Oh, wenn die fette Wolke jetzt vor der Sonne da noch weg wäre, ja? Aber die ist gerade richtig fett. Ich weiß nicht, ob die uns noch den Gefallen tun wird. Haben wir noch ein paar Vögelchen, aber das sind keine Gänse. Die da stehen, ja. Aber nicht die da fliegen. Wir hatten es lange nicht.
Backcountry für Expeditions. Wie immer, an den schönsten Orten der Welt. Allein. Und das soll man gleich mit Fug und Recht behaupten, ne? Hier ist kein Mensch auf dem Fluss gerade. Auch nicht am Ufer. Und ich sag vorhin noch, es ist Samstag. Ist heute irgendwas, was man verpassen könnte? Fußball. Irgend so etwas wird im Fernsehen laufen. Netflix, was auch immer, wo sie alle sitzen. Und mir ersparen, dass ich... Geil, ja? Schöne Sache. Ey, Ila, du hättest uns aber an den Strand ziehen können. Der da wäre gut gewesen. Das sieht erstmal nur so gut aus. Naja, ist das wieder so ein Stück Möwenscheiße. Das kennen wir ja schon, ne? Jetzt zieht er uns hier an den Ufer, wo nichts ist. Nein, ausgerechnet hier ist jetzt eine ganze Weile gar nichts. Aber deswegen ist Ila jetzt der Tourguide. Ich hatte damit nichts zu tun, ich bin bloß der Idiot, der am Reifen sitzt. Alles gut. Na, Ila, wie sieht es aus? Ich hasse es nicht geschafft, ne? Oh, schöne Sache jetzt. Und da drüben, ja, das ist mal wieder typisch. Da drüben sind die Sandstrände, wo wir jetzt auf diesem Steinufer gelandet sind. Also ich würde jetzt nur dazu tendieren, mich da wieder hinzulegen, wird einer sagen, und faul in der Sonne liegen. Ah, ich weiß. Na, Zwickchen? Du hast uns hier an das falsche Ufer gezogen. Das ist der einzige ganze Abschnitt auf der Elbe von wirklich jetzt fast 6 Kilometer Länge, wo keine Bude ist, wo kein Sand ist, rein gar nichts. Und er hat schon Bodenkontakt, merke ich gerade. Da muss ich mal von alleine lösen. Komm mal her, Ila. Oh, jetzt habe ich auch Boden kommen. Komm mal her, Ila. Nun komm her, Papa, muss ich das anstrüppeln. Ja, du bist schon wieder geistesgestörter Zombie, Ila. Denke dran, dass er nicht so weit flitzt. Deswegen habe ich mal die andere Leine mit, weil die ist dafür völlig ungeeignet. Oh, warum nicht rumjammern? So. Wir wollen uns jetzt hier gar nicht weiter aufhalten. Ila wird schon klarkommen, wie immer. Ja? Wir gucken das mal wieder zurück. Die Enten. Jetzt überfliegen uns Enten. Gänse, was sag ich denn immer? Enten, natürlich Gänse, Entschuldigung. Ja, das liegt daran, ich habe jetzt... Das Hundefutter-Video habe ich die ganze Zeit im Kopf mit den Enten. Das ist so eine Asylische. Ach, das ist ja toll, Ilai. Jetzt. Ja. Gut, kann ich das überhaupt halten irgendwie? Wahrscheinlich nicht so. Ja. Das hatten wir schon mal, dass ich den Selfie-Stick im Wasser nicht so wirklich irgendwie ein bisschen behindert aussehen. Aber das ist denn so, das kennt er ja schon. Ne? Ich will mal gucken, dass wir rüberkommen wieder. Denn wir dürfen nicht so weit vom Ufer abtreiben, also von dem da drüben, ne? Der Kanal, nicht dran denken, das ist ja eigentlich die Mission heute. Elbe war jetzt eigentlich nur ein spontanes Ding und nachher verpasse ich hier noch den Ausgang. So. Na, Ilai, wie sieht's aus? Willst du den Papa ein bisschen ziehen? Ich glaube, das war, Ila ziehen ist effektiver, ja, also Ila ziehen lassen. Komm mal her, Schippi. Komm her. Du kommst zu Papa. Du komm her hier. Zick, zick, Ilai. Nein, komm her, noch ein Stückchen. Du komm. So ist es fein. Das ist ein feiner Ilai. Warte. Papa strömt sich wieder an und dann rüber. Rüber aufs andere Ufer. Das ist ein feiner Ilai. Zick. Oh. Deswegen haben wir den Jungen mit. Natürlich. Ja. Jetzt ist wieder die Kamera an die andere Seite, Ilai. Rechts. Ja, rüber, Ilai. Sagen Dominik, hast du schon wieder nicht gepaddelt? Naja, aber wie sind wir den Kanal? Da muss ich doch denn. Also wahrscheinlich. Ja. Ilai, rechts, rüber. Rüber, Ilai. Zieh. Ich glaube, da vorne kommt eben schon die Bude. Ich muss hier aber ein bisschen mithelfen, sonst wird das ja nichts rechtzeitig. Ist da drüben, sind da Menschen? Da sitzt doch wer am Ufer, sehe ich da hinten. Ist da jemand? Ila, rüber! Zieh! Du musst Ila mal ein bisschen kurz. Wir machen mal kurz die Kamera aus. Wir sind jetzt fast in der Mitte wieder. Ich habe ein bisschen mitgeholfen gerade mit dem Paddeln. Das geht ja mit einer Hand schlecht.
Guckt euch mal die geilen Sandstrände an, ne? Ah, oh, das ist ja herrlich. Ila hat wieder die richtige Richtung drauf. Und unsere Gänse sind wieder da drüben. Die scheißen mir wieder alles zu. Da hinten ist tatsächlich ein Anglerufer. Seht ihr? Blaue Kutte an. Da wird sich jetzt ausdenken. Was ist mit dir nicht in Ordnung, ne? Wir müssen jetzt irgendwann, müsste dieser Abzweig kommen. Weil wenn da nämlich ein Mensch ist, dann ist der bestimmt diesen Abzweig runtergegangen. Was, ne? Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Hier sieht es wirklich gut aus hier hinten, ne? Jetzt siehst du, eine Sandbank nach der anderen. Oh, hier ist gleich die nächste. Guckt es euch an. Oh, ist es nicht ein Traum? Ist es nicht ein Traum? Der wirft schon ein Auge gerade zu uns. Wir machen jetzt mal... Wir hatten gerade einen Plausch mit dem Angler da drüben eine Weile. Ila war jetzt etwas verunsichert und jetzt treffen hier zwei, wir sind schon am Ausgang des Kanals hier. Ne? Gehen jetzt da vorne rein und jetzt treffen hier zwei Strömungen aufeinander. Die vom Kanalausgang quasi, von dem alten Elbarm und die von der Elbe selbst. Und da hat es so einen Strömungsstrudel, kommst du nicht mehr weiter, bist du auf der Stelle quasi festgehangen. Und da ging gar nichts. Das ist ein Wisser, weißt du, wenn zwei zusammenfließen, dann bist du quasi der Spielball. Ne? Das ist wie so ein Schwall in Wildwasser. Wenn du da festhängst, hinter in so einer Welle, wer das kennt, das ist wie bei hier, war ähnlich, nur halt kein Wildwasser. Jo, ich mach das jetzt mal, versuch das jetzt mal manuell. Weil mit Ila brauche ich jetzt hier, der ist am Landkanal besser aufgehoben. Der kann dann später wieder zu uns stoßen. Was ist der Meinung? Ich gucke mal, ob ich es manuell gegen die Strömung schaffe. Wenn nicht, dann muss ich laufen. Dann ist das halt so. Ja. Denn ich glaube, sobald ich habe mich jetzt hier hinter diese Steine quasi festgehalten. So, ich habe mich jetzt hier nur kurz versteckt hinter den Steinen. Dass ich mich jetzt hier so quasi rumhangele, wisst ihr? Wir müssen eigentlich nur, bin ich der Meinung, um dieses kurze Stück, das sagt ihr, das ist das Risiko, ne? Wenn die Strömung noch zu hoch ist, das heißt der Pegel noch zu hoch, dann kommt das hänge ich ja wie bei uns halt fest. Ja, Ila, da könntest du mir jetzt mal helfen. Wir sehen. Ich glaube, Sie sehen das jetzt hier so ein bisschen, ne? Ja? Da ist jetzt hier Strömung. Jetzt bin ich drin quasi. Die treibt mich jetzt in die Elbe zurück. Das Stückchen hier. Ja, jetzt bist du wieder dabei gelangt, ne? Eben hast du wieder Unfug angestellt. Jetzt gerade geht's. Ja? Ich hoffe, dass wir jetzt hier reinkommen. Das wäre gut. Ja? Das ist jetzt mein Ziel. Hier quasi aus der Elbe raus in diesen Arm reinzukommen. Momentan ist jetzt nur ein Windproblem. Ich bin jetzt gerade so ein Windball. Jetzt kannst du eigentlich vergessen, in welche Richtung. Halt kriegst voll an eine Tüte hier. Das ist hier dieses Ding mit der, wisst du, diese ganz komische Strömung haben wir hier. Es ist, also man kann es gar nicht beschreiben. Du siehst es ja, ne? Du hast Wellen auf dem Wasser und sobald du kommst. Das ist auch nicht normal, ne? Wir müssen mal gucken, wie wir jetzt hier. Oh, ich habe schon Rumkreise. Aber wie muss ich jetzt hier rauskommen aus diesem komischen Strömungsverhältnis? Auf Ila können wir jetzt nicht zählen. Am Ufer ging es gerade ganz gut. Ja, aber seht ihr, wir haben uns keinen Meter bewegt. Keinen Meter, ganz im Gegenteil. Wir treiben jetzt wieder zurück raus. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich überhaupt wieder ans Ufer komme. Nicht, dass ich aussteigen muss. Weil das muss ich natürlich auch sagen. Ich habe jeden Tag Ila ans Ufer gezogen. Und Ila ist in jedem Fall besser als ich mit dem Reifen hier. Weit die kommen hier, ja. Also in der Mitte kannst du vergessen, da ist die Strömung zu hoch. Jetzt sind wir an der gleichen Stelle wie eben. Das ist akkurat, ne? Da sind wir einfach zu... Ich könnte jetzt natürlich aussteigen, ja, sicher. Und dann schwimmen wir da rum. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Jetzt schon. Denn das schlimme Stück wird erst noch kommen, vermute ich. Ich versuche es jetzt mal, mich am Ufer lang zu hangeln. Wow, habt ihr gesehen? Wir haben hier Unterwasserbegleitung. Um dann... Oh, ich darf auf keinen Fall wieder. Das gibt's gar nicht. Das treibt mich jedes Mal. Zieht ihr mich ja wieder in diese Mitte rein. Kannst du ja eigentlich echt vergessen, ne?
Völlig verrückt. Vielleicht wäre die andere Seite besser gewesen, ja? Ich weiß es nicht. Nun gut, das war, sagte ich ja. Das ist das quasi das Risiko. Wenn es jetzt nichts wird, dann müssen wir laufen. Anders geht's ja nicht. Kann ich die ganze Zeit hier festhängen. Oder schwimme jetzt. Das wollte ich mir eigentlich ersparen. Aber sieht jetzt nicht so aus, als ob uns das erspart bleiben würde. Ja. Ich habe mich jetzt zum Laufen entschieden. Das ist, selbst hier ist die Strömung zu stark einfach. Das ist, was ich befürchtet hatte. Ja, aber ich habe spekuliert, wenn der den Knick macht, diesen Graben. Das war meine Spekulation, dass es dann weniger Strömung wird. Sondern die jetzt hier nur am Ausgang quasi ist. Der Sog von der Elbe, wisst ihr? Das hoffe ich zumindest. Jetzt wird es ja auch noch tiefer. Oh nee, eben konnte ich ja ganz gut laufen. Also hier schwimmen kannst du vergessen. Das sieht nicht so aus, ne? Das ist das Kuriose daran. Oder jetzt täuscht auch der Wind. Der Wind gibt hier dem Wasser Wellen vor, wo man meinen könnte, ach, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Aber die Strömung geht in eine andere Richtung, wisst ihr? Der Wind kommt ja aus dem Westen nach wie vor. Aber die Strömung kommt jetzt quasi aus dem definitiv Südosten, kannst du schon fast sagen. Gut. Jetzt geht's gerade wieder. Aber das wollte ich eigentlich nicht machen, das im Wasser laufen. Denn das wird nachher noch viel schlimmer werden, wenn der ganze Schlick kommt. Das ist so Sachen. Und hier ist schon, ich bin eben schon gerade an so einen dicken, fetten Felsbrocken gestoßen. Tat schon ein bisschen weh am Fuß. Hier liegen ein paar Klötze auf dem Boden, man weiß nicht, was hier sonst noch so liegt. Na, das ist auch kein gutes, nicht so ein angenehmes Gefühl, weil das hier so eine Bruchabhalde ist. Das hier schwimmt ja alles lang. Gut, aber es ist nicht kalt. Das ist schon mal von Vorteil. Es geht eigentlich. Na, wollen wir nicht meckern. Ich würde schon sagen, 20 Grad sind hier wieder. Es geht jetzt nur nicht so schnell voran. Lila ist fixer in jedem Fall. Aber das schafft er auch nicht, mich mit dem Reifen hier gegenzuziehen. Weil wie gesagt, da ist Strömung. Ich laufe mir die ganze Zeit entgegen. Sonst wäre ich nicht so langsam jetzt. Das sieht wahrscheinlich ganz komisch aus. Ja, aber ich merke hier die ganze Zeit Druck gegen. Ja? Das ist der Sog. Aber guck mal. Nimm mal Mauersegler. Die Nester, ne? Das ist natürlich die klassische Abbruchkante jetzt hier. Hier haben wir schon so eine schöne. Naja, Sand ist jetzt ja leider keiner, ja? Aber wäre immerhin eine Kiesbank. Aber wir kommen vielleicht gleich, also kommt in jedem Fall eine da vorne. Ja? Wir sind gespannt. Ornithologen hier, ja? Jetzt hatte ich gerade schon so eine Schlickstellen hier unter mir, hast du? So. Die sieht schon ein bisschen komisch an, das ist sogar so ein Mix aus Schlick und größeren Steinklumpen. Also 20 cm, bisschen eckig, läufst du nicht so gut drauf. Und dann Schlick hin und her, ne? Oh, guck mal, wie viele da drüben sind, ne? Akkurat. Hey Ila, hast du die ganzen Piepmätze schon gesehen? Ila hat in jedem Fall noch Druck, ja? Wenn der läuft, ist er gut, aber man muss sich ja vorstellen, wir müssen ein ganzes Stück zurück jetzt. Und jetzt haben wir genau die Problematik, wo ich sagte, mit dem Wind.
Ja, der kommt jetzt genau aus der falschen Richtung. Und der Angler sagte noch, du willst die ganze Zeit wieder zurück? Du bist doch verrückt, das schaffst du doch gar nicht. Da ich sage, was denkst denn du? Das ist erstmal dreimal fotografiert von allen Seiten. Das nochmal, oh, muss ich nochmal fotografieren. Hab ich noch nie gesehen hier. Da ich sage, du kommst wohl nicht so oft hierher. Hat er gesagt, nee. Ja? Der übernachtet heute hier an der Stelle. Ist ja auch eine schöne, ja? Als Bestes. Hier siehst du, ja, wenn ich jetzt hier so den Reifen im Wasser halte, siehst du, glaube ich, die Strömung ganz gut, ja? Oh, jetzt haben wir wieder Sonne. Jetzt haben wir ein Stück Sonne. Hier vorne auf der anderen Seite fliegen die Kühe. Da wo ein bisschen abgezäunt ist. Eigentlich stehen wahrscheinlich auch direkt dahinter. Ne? Boah, hier guck mal. Sieht er den? Ich filme auf den Boden hier. Ich hoffe, die GoPro kann da durchgucken. Sieht die das? Ich lasse sie sehen. Sie sind ein Baumstumpf. Sieht aus wie ein Krokodil, ne? Und hier siehst du, wie stark die Strömung ist, ne? Guck mal, wie das hier abfließt. Das ist ein richtiger Sog. Und nur an der Stelle, ne? Und wenn du daneben guckst, dann denkst du, ach, da ist gar nichts, wisst du? So nach dem Motto. Täusch hier. Ganz schön. Jetzt sind wir schon wieder am Land. Aber ohne Landkontakt wäre ich da aus der Ecke nicht rausgekommen. Das ist schon Wahnsinn, ne? Das sind so zwei Sachen, die ineinander fließen. Na, wenn man das von, habt ihr bestimmt schon mal oben gesehen. Gibt ja an vielen Teilen der Welt, wo zwei Flussläufe auf einen Hauptstrom treffen. Denn vermengen sich ja die Sedimente. Gibt es auch so schöne Farben, ne? So ein blauer geht dann in so ein rotbraun oder irgend so ein hässlicher ockerfarbener wird dann in so ein tiefgrau und so weiter. Boah, was ist das denn? Ich dachte, hier liegt eine Granate. Das ist ein riesengroßes Stück. Ja, was auch immer das ist, ich fummel da jetzt nicht dran rum. Guck mal, seht ihr das, wie lang das ist? Ein riesengroßes Stück Metall. Ja, alles, das ist jetzt kein Witz. Ne? Wer das jetzt berechtigterweise denkt, es werden ja immer wieder Fliegerbomben rausgezogen aus dem... Die erste, oh, was? Überall hier in der Landschaft, ganz normal, in ganz Deutschland. Ja, darf man nicht vergessen hier, war Völkermord an der deutschen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg. Ja, nur nicht anerkannter Genozid, aber nichtsdestotrotz ist ja die deutsche Bevölkerung von den Engländern und Amerikanern umgebracht worden, zerbombt. 2 Millionen Tote. Und davon gibt es natürlich hier noch einen ganzen Arsch voll Bomben, die hier überall rumliegen. Und auch hier in der Elbe liegen immer wieder welche, wo man denn findet, wenn sie ausbaggern müssen. Und das ist ja dann kritisch, die siehst du ja nicht. Das ist ja noch schlimmer als eine am Land. Und was denkst du, was in der Elbe alles liegt? Und jetzt hatten wir das Hochwasser. Wisst ihr, was ich sagen will, ja? Es kann durchaus immer sein, dass sich wieder etwas freilegt. Um nicht zu sagen, es legt sich ganz bestimmt auch durch das Hochwasser etwas frei. Ich hoffe jetzt natürlich, dass so etwas hier nicht in diesen Kanal getrieben wurde. Und jetzt fängt der Schlick an. Ey, Eli! Eli ist weg. Eli ist erstmal weg. Wisst ihr was? Wollen wir vielleicht erstmal ein paar Meter oben auf der Insel lang laufen? Jetzt ist es wieder ein bisschen unwohl gewohl, könnte jetzt jemand sagen. Nein, da liegt es jetzt nicht, aber es ist jetzt hier dieses ekelhafte Schlickkram, wisst ihr? Was ich ja befürchtet hatte. Und oh, ich habe gerade Scherbe gesehen. Hier liegt ein Glas. Ich würde gerne mal gucken. Und jetzt geht es hier los mit den Disteln. Siehst du, hier steht jetzt der Feldmannstreu. Alles voll. Alles voll. Der Reifen hält das aus. Hier müssen wir mal gucken, wo Ila ist. Oh. Ach, da bist du ja. Och, Eli, der Papa hat dich schon gesucht. Oh, das wäre jetzt also die Notoption, hier zu laufen, ne? Wenn wir es unten nicht schaffen. Ich würde jetzt mal, vielleicht seht ihr, ich weiß nicht, seht ihr das ein bisschen? Der Wind, den siehst du in jedem Fall, denke ich, auf dem Wasser. Ne? Ist genau die gegenteilige Strecke, das ist so ein Scheiß. Ne? Aber du hast die Strömung hier, wie gesagt, auch die treibt natürlich vom Wind selbst und dann ja, wie gesagt, die normale, die du schon hast. Das war ja meine Bedenken, ob das heute nicht zu stark wäre. Ja. Na, das ist denn so. Machen wir erstmal ein paar Meter hier am Land.
Jetzt habe ich direkt die Füße, ne? Kann ich die Schuhe gar nicht anziehen. Muss ich eigentlich auch nicht, ne? Gucken wir mal, wie weit wir ohne Schuhe kommen. Ja, wir sind hier Nature Boy. Das ist natürlich ganz schön verrückt jetzt hier, weil auch die Sonne blendet. Ich sehe das gar nicht richtig, wo ich da hinlaufe. Schon reingelaufen, jetzt fällt mir ins Treu. So ein Mist, ey. Ich saß noch. Jetzt müssen wir bloß leise sein, dass der Angler... Ah, das hört sich nicht aus. Nee, das kannst du vergessen. Hier ist alles voll. Hier komme ich keinen Meter weit ohne Schuhe. Da bin ich nur am Schreien, denn ich wollte gerade sagen, müssen wir aufpassen, dass der Angler uns nicht hört. Denn den habe ich ja natürlich gesagt, na klar, schaffen wir das hier hochzupöckeln, ist doch kein Problem. Ich ziehe erstmal Schuhe an. Ila steht auch so ein bisschen auf dem Schmerz mit der Liste hier, ne? Also auch finster. Ich finde aber trotzdem eine schöne Ecke abgegrast mit den ganzen Wasserbrutvögeln hier quasi, ne? Sieht gut aus da, ne? Woanders ist das wahrscheinlich in anderen Teilen gesperrt, Durchfahrt verboten und hast nicht irgendwie ein Naturschutzgebiet. Ist ja auch, ne? Teilweise berechtigt. Aber jetzt hier bei uns, das ist so eine tote Ecke quasi. Und ihr habt ja gesehen, der Angler fährt ja auch mit dem Motorboot bis davor. Ja, das ist sicher. Das ist übrigens, muss ich noch mal dran erinnern, Natura 2000 ist das, ja, inklusive der Elbe. Ne? Ja, Peng. Gut. Dann wollen wir mal auf zu neuen Ufern. Hier ist Pizza mit dem Feldwasser, überall hier. Wir können noch so einen Busch hier. Oh, ich bin auf eins drauf getreten. Und jetzt habe ich hier natürlich den Stachel vielleicht noch im Schuh drin. Ich bin mir nicht sicher. Hier, guck mal. Na, für die sich hier so ein Ding. Wir haben die damals ja mal angesprüht mit Silberlack, wisst ihr? Und dann hast du die Kopf über an der Decke gehangen. So schön Dekokrempel, wenn da so drauf steht. Na? Muss sie natürlich nicht ansprühen, aber wisst ihr wie, ja? So. Der Prärie-Indianer. Oh, guck mal, wie hoch das Hochwasser hier war, ne? Guck mal, bis hier liegt es oben. Das heißt, die Insel könnte... Wow! Hier, wir haben eine schöne Distel. Guckt mal. Also, ich meine, wir haben hier noch schöne Disteln. Ja, aber ich meine, eine, die mal ein bisschen bunt ist, auch zart. Wow, ein Reiher. Ah, zu spät. Zu spät. So schnell kann ich rumschwenken. Aber wir sehen wir vielleicht gleich nochmal. Denn hier dürfte einiges an Vögeln sein. Das ist ja hier quasi diese, ja, so eine vergessene Ecke. Kommt hier sonst keiner hin. So bescheuert ist ja eigentlich keiner. Jetzt hier runter zu treiben und dann wieder quasi entgegengesetzt hoch zu wollen. Ja, da sind wahrscheinlich einige Tiere unterwegs. Laufen wir mal ein bisschen weiter unten lang. Oben haben wir jetzt gesehen, ja, ist so ein quasi... Ja, eine sonnige Wiesenbank. Aber ich muss sagen, die Strände gefallen mir mehr. Und wir wollten ja eigentlich am Wasser bleiben heute. Eigentlich wollten wir im Wasser bleiben. Oh, guck mal, was wir hier haben. Auch so dieses kleine, lustige Moos. Ich muss mich mal anfangen. Ich hab wieder Wasser im Selfie-Stick. Hier, guck dir die mal an. Und die sehen drollig aus, ne? Wenn du so rüber gehst mit der Hand. Oh, hier blüht sogar einer. Guck dir die mal an. Oh, schöne Sternblüte, ne? Das fühlt sich richtig gut an hier. Das ist eine echte? Tatsache, das ist eine echte. Das ist voller Wasser. Und wir haben hier noch den letzten Schnittlauch. Alle erinnern an mein Schnittlauch-Video? Ja, wollen wir mal einen kosten? Oh ja, der ist noch gut.
Mit hier? Oh, scharf, aber. Der blüht hier etwas später, weil natürlich der Hang, sieht er ja, ne, von der Sonne her anders bestrahlt wird als die Bänke da oben. Hat er sich hier zeitlich etwas versetzt. Nennen wir so eine Top-Secret-Ecke. Na, Elinchen? Hast du was Schönes gefunden? Guck mal, hier ist Schnittlauch. Hier, den hier. Nein, nicht da rumwühlen. Ah, der ist ganz schön scharf, muss ich feststellen. Hey, jo. Guck mal, dass wir hier am Schnittlauch finden. In der Sonne ist gut. Das ist eine schöne Sache. Jetzt haben wir hier, gibt es keinen Sand mehr wie an der Elbe. Das ist jetzt nur Kies. Nicht auch nicht so schlimm jetzt, ja. Aber da drin, wie gesagt, das ist, ich musste das schon mal, also nicht nur einmal, zurücklaufen. Also das ist schon eine Weile her. Und da bin ich so, wie gesagt, so tief im Schlick versunken. Da graut es mir davor, das nochmal, ja, mal kletten. Da graut es mir davor, das grundsätzlich nochmal zu machen. Das war keine schöne Geschichte. Wirklich, das ist. Oh, hier, guck mal. Jetzt kommen wir ein bisschen zu spät. Die gelben sind schon wieder zugegangen. Morgen früh gehen sie wieder auf. Ja. Da guckt so ein. Hat er das Pärchen gesehen? Ja, ich hoffe, es ist drauf auf der Linse. Da guckt so ein Krokodil aus dem Wasser. Oh, hier liegen auch schönes Holz. Ne? Guck mal. Hätte ich mal gleich so ein Stück. Könnte man sich hier, ne? Oh, das ist super leicht. Super leicht auch. Oh, hier ist schon wieder der Zündibus hier. Hier hätten wir ein schönes Kuckelholz, ne? Und jetzt vergabbelt das hier quasi so an der Luft rum. Was für eine Verschwendung gleich mal. Also mein Ziel ist schon noch wieder ins Wasser zu gehen. In jedem Fall. Wir haben ja noch ein Stück. Seht ihr ja. Ne? Da wo sich das verengt. Das ist die Stelle, wo weniger, ab da ist weniger Schlick. Hier vorne ist alles richtig Schlick. Und hier ist auch tief. Das ist jetzt, weil jetzt haben wir einen hohen Pegel. Das ist über 2,50, 3 Meter tief. Weit darüber. Das ist hier wirklich genauso tief wie eine Elbe, wenn nicht sogar teilweise noch tiefer. Deswegen, da kann ich nicht durchlaufen, das wird nichts. Und deswegen würde ich dieses Stück jetzt hier, was sich jetzt gewundert hat, das überbrücke ich deswegen am Strand, am Wasser, am Land meine ich. Weil das hier drin von dem Wind auch gar nicht, selbst wenn ich gegen die, wow, selbst wenn ich gegen die Strömung ankommen würde mit dem Paddeln, ja, das weiß man nicht, ist aber der Wind, der macht mich hier, oh, guck mal. Der Wind macht mich quasi zum Spielball. Das wird gar nichts. Guck mal. Ist schon offen. Die ganze Zeit dieses Wasser in dem Selfie-Stick drin. So was Nerviges. Wie sieht es aus? Hier, das Holz ist alles natürlich vom Hochwasser hier rangekommen. Ne? Denn ohne, hier steht ja kein Baum, ne? Das ist ja logisch. Das ist hier alles sehr weit getrieben. Jetzt versinken wir, jetzt muss es Sinn machen, wir gehen wieder da hoch, aber hier ist total Brennnesselfeld, sehe ich gerade. Oha. Jetzt kann Ile kann doch gar nicht mehr gucken hier. Boah, hier ist alles voller Brennnessel. Guck dir das mal an. Da komme ich doch erstmal nicht hoch. Oh, da ist sich was eingebrockt hier. Nach 100 Meter, dann wird es ja dünner, also schmaler.
Ich hoffe, dass wir denn wieder ins Wasser können. Ich gehe gerade in Ila seinem Lauf lang. Wir sind Spur gezogen. Das ist ganz schön anstrengend. Wer weiß durch so. Wow! Seht ihr die? Ich blende euch mal ran an die blaue Libelle. Die ist. Wir sind hier zu. Aber habt ihr gesehen, ne? Also hier ist einiges zu beobachten. Deswegen machen wir ja sowas. Wir müssen was sehen von der Welt. Aber durch tiefes Gras gehen ist sehr anstrengend. Und die Beine sehr hochheben und wieder raus. Und dann ist der Hang noch schräg. Ilinchen! Ila sieht nichts. Ila, da sind Brennnesseln. Lass das lieber. Hier zurück. Hier unten lang. Ach, da ist, jetzt sehe ich, warum er zurückkommt. Er ist nicht weitergekommen. Da vorne ist noch ein höherer Schilfgürtel. Ila hüpft wie so ein Kopfhörer. Hüpft wie ein. Das hat er aber als kleiner Wölpi gemacht. Wenn er irgendwo durchs Gras hinlaufen ist, dann musst du mal. Ja, da kommen wir schon durch irgendwo. Die Gänse, die begleiten uns den ganzen Tag heute. Oh. Aha, hier haben wir. Oh, jetzt wird es aber steil. Hier ist jetzt Schluss mit lustig. Wir müssen mal gucken, wo Ila ist. Hey, Ila! Oh, Ila ist am Wasser. Oh. Hier, guckt euch. Seht ihr das? Ila ist eine Fährte. Hier in dem Schlick versunken. Und das ist das, was ich meinte. Das wird richtig schlickig. Da vorne. Und jetzt sind wir hier an dieser Einkerbung. Na, hier ist ja der breite, das Seestück quasi. Und jetzt wird es schmaler. Da ist natürlich vom Wind immer noch eine Strömung. Aber hier müsste es jetzt. Darauf hatte ich zumindest spekuliert, dass es jetzt hier nicht mehr so tief ist, dass man da laufen kann. Mindestens, wenn nicht sogar paddeln. Oh, das ist gar nicht. Bleibt mir wahrscheinlich auch nichts anderes übrig, als jetzt hier ins Wasser zu gehen. Denn hier oben am Land ist alles, sieht sich aus als voller Brennnesseln. Da komme ich gar nicht durch. Und hier auf dieser schrägen Sache kann sie nicht gehen. Rutscht sie ab, das Ufer bricht ab. Wisst ihr? Wir sind jetzt also wieder genötigt, ins Nasse zu gehen. Nun gut. So, mal gucken, wie weit wir hier kommen, ne? Müssen wir einsinken. Hey, Ila! Ila! Hier sind, ab und zu sind hier solche, oh, ich sehe schon, hier ist noch schlickig. Ab und zu sind hier solche, wohnen hier natürlich noch Säuger am Wasser. Bisamratte, Biber bin ich mir nicht sicher. Aber in jedem Fall Nager. Das sind hier einige. Haben wir auch schon mehrfach hier vorne im weiten Bereich abtauchen sehen. Denn ne? Das ist, wo Ila immer in die Höhlen rein wollte. Das wird da vorne noch kommen. Aber ich sehe gerade, der Akku macht nicht mehr viel. Aber ich muss mal lieber ausmachen. Wir gehen mal lieber ins Wasser, ehe der Akku bald tot ist. Wir haben bloß noch 15% Akku. Und ich will jetzt mal ein bisschen leise sein, wisst ihr? Das wird immer tiefer. Das war ein bisschen was sehen. Deswegen habe ich Ila jetzt mal auf das Ding gerufen. Der Untergrund, das ist der reinste Schlick, wie ich gesagt habe. Kannst du gar nicht laufen. Rutscht die ganze Zeit aus. Und ich habe Schuhe an. Ach du großer Gott, hier ist zu tief. Schön bleib, Ila. Hier kann ich nicht laufen. Jetzt habe ich die Schuhe an und ich kann nicht schwimmen. So eine Scheiße, ey. Mist, ey. Oh, süß. Oh.
das... Du kannst dich jetzt, weiß ich, warum Ila hier nicht gehen konnte an dem Ufer, der kann sich nicht halten. Das ist super steil, schräg hier, ist alles abgebrochen, die Kante. Schön ruhig bleiben, ist alles gut hier. Wir müssen jetzt, guck mal, wie so ein Mangrovenwald. Oh, was hier, oh, ich laufe hier die ganze Zeit auf irgendwelchen komischen Ästen umher. Das fühlt sich nicht gut an, kann ich ehrlich sagen. Vielleicht haben wir hier so eine Ruhigkeit. Na, seht ihr, was ich gesagt hatte. Die ein oder andere Nagerfährte zumindest. Ganz ruhig bleiben, Ila, ist alles gut. Schön oben bleiben. Das ist Ila ein bisschen ausspannen. Schön bleiben, Ila. Das ist ein feiner Ila. Hier ist noch Strömung. Jetzt ist der Wind weg. Aber ich weiß nicht, seht ihr das? Die Wasserströmung. Kannst du vergessen. Also hier würde ich nicht zurückkommen. Auf keinen Fall. Hier laufe ich quasi jetzt schon gegen den Strom. Das wird nichts mit Paddeln. Oh. Ist alles gut, Ila. Das würde auch Ila nicht schaffen. Also habe ich wieder was draus gelernt jetzt. Das war ja mein Test heute. Oh, ich muss mal. Das ist ja wahnsinnig anstrengend. Ich muss die Kamera mal weglegen. Ich muss auf alle Viere krabbeln. Das ist die starke Strömung hier. Wenn ich Ila jetzt loslassen würde, wäre er sofort weg. Aber da vorne wird es noch ein kurzes Stück schmaler. Vielleicht die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ja, ein Stück kommen wir noch. Jetzt kannst du absteigen. Dann geh mal runter. Aber lass das Paddel oben. Na hopp, Eli. Hopp. Hopp. Ich muss das Paddel oben lassen. Oh nein. Du siehst, bist du gleich. Das ist er. Ja, gerade den Hintern. Was heißt gerade? Für euch ist ja gerade erst. Auf mich ist vorhin den Arsch gerissen hat. Der GoPro-Akku, der hat nur noch, auch wenn er voll geladen ist, nur noch die Hälfte der Kapazität, die sie normale haben, wenn sie nicht so aufgeblustert sind. Oh, das sag ich euch, ey. Komm mal her, Eli. Wir machen hier ein bisschen frisch. Oh, das wird finster gleich werden. Wir sind hier, müssen gerade auf der Insel das Stück zurücklaufen jetzt hier oben. Ne? Und wie ich es sagte, da oben alles voller Brennnesseln. Und die gingen mir bis hier, Alter, Pfizer. Brennnesseln und Disteln, aber volles Mett. Da oben ist alles voll. Wir sind locker bestimmt 70 Meter, jetzt ungelogen. So 50 bis 80 Meter sind wir durch diese Dinger. Muss ich durch. Und die hat nichts gesehen. Den habe ich mir einfach verloren. Da sind wir in die falsche Richtung gelaufen. Das war echt. Oh, jetzt brennt das auch an den Fusis hier. Oh, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen. Komm her, Eli. Hör mal, zieh dir mal den. Nini, komm mal her hier. Hey, du komm her. Du kannst auch mal wieder ohne Weste hier. Nicht, dass du noch behindert wirst. Aber die haben wir jetzt echt gebraucht, sonst hätte ich ihn ja gar nicht wiedergefunden. Ne? Deswegen habe ich sie mir auch angezogen. Für alle, die sich jetzt fragen, warum ist mir die Weste? Das ist hier nur der Signalwirkung halber heute gewesen. Na, und ich habe jetzt in jedem Fall festgestellt, dass ich mir denn für sowas auch etwas anziehen muss, wegen den Elektronikgeschichten und so. Ich kann ja irgendwo was hinstecken. Ne? Und was muss ich am Mann tragen? Und eine Kette um den Hals und so, das ist ja auch nichts. Ja, muss ich mal gucken, ob das mit der Weste noch reicht, die ich habe von den Taschen her. Wisst ihr? Ansonsten müsste ich mir irgendwas zurecht nähen oder so. Mal sehen, aber wo halt so eine wasserdichten kleinen Packen reinpassen, wisst ihr? Das ist ja sonst ärgerlich jetzt nämlich gerade. Das letzte Stück oder das überhaupt. Worauf ich spekuliert hatte, wo es dünner, wo es schmaler wurde, ist dann auch schmaler geworden. Das Wasser ist auch flacher geworden. Du konntest auf dem letzten Stück ein bisschen paddeln. Ich bin dann aber eher geschwommen mit dem Reifen. Hab den hinterher gezogen und wir haben auf genau das getroffen, was ich noch gesagt hatte vorher. So einen richtig schönen kleinen, was heißt klein, in jedem Fall ein Nager. Ist von einem Ufer aufs andere geschwommen. War so vielleicht 40 Meter weit und Ila hat ihn natürlich gleich gespäht. Zack, ne? Hinterher, bis er abgetaucht ist.
Also der Nager zumindest. Ja, Ila hat ihn dann am Ufer irgendwo verloren. Aber der hat richtig, die sind beide, sah lustig aus. Das hätte ich gerne gefilmt. Die sind beide gleich schnell geschwommen. Tatsächlich, der war keiner von beiden, war langsamer oder schneller. Der hatte so einen Vorsprung von 6-7 Metern. Und Ila schwamm hinterher. Der Oberwasser und der andere auch denn. Bis er, wie gesagt, dann weg war. Sah ganz lustig aus. Brennt ja nichts an. Muss ja keine Sorgen haben um die Tiere. Ila ist nur neugierig. Da will er nur gucken. Ne? Kann er ja auch. Im Notfall kriegt irgendeiner eine gezündert. Na, dann ist das so. Ja? So ist es halt mit neugierigen Naturen. Mit der Herdplatte, wisst ihr ja. Jo, und wir haben es jedenfalls geschafft. Das war ja mein quasi mein Ziel am Ende. Mal den Kanal zu erkunden. Ist jetzt, naja, wie ich schon befürchtet hatte. Ja, es hat zu viel, hat noch zu viel Strömung, dass wir, boah, die sind natürlich jetzt voller Sand. Das war, schwimmen war da nicht möglich. Also oberhalb, auf der Wasseroberfläche meine ich. Nee, Eli, komm mal mit, leg dich noch ein bisschen in die Sonne. Aber wir haben was erlebt und ich habe in jedem Fall einen Stachel im Fuß. Da muss ich gleich mal nachgucken. Das sieht so aus. Das spürt sich die ganze Zeit schon, seitdem ich an dieses Feldmannstreu latscht bin. Wasser weiß ich jetzt nicht, aber an Land merkst du es irgendwie umso mehr. Yo, wir legen uns jetzt hier noch schon ein bisschen in die Sonne. Das haben wir uns jedenfalls verdient, ein paar Minütchen, solange sie noch da ist. Das heißt, hoch genug steht, um nur noch den Sand ein bisschen warm zu halten. Gänse haben wir wieder eine ganze Menge gesehen. Vögel, das letzte Stück, wie auch vorhin. Na, guck mal, auch wenn er die Augen, seht ihr schon, die Augen werden kleiner. Ja. Er ist ja gut, die laufen heute. Und auch ein bisschen geschwommen ist er ja auch. Auf dem Fahrrad vorhin ja auch, jetzt so wieder zurück. Ila hat in jedem Fall wieder ein bisschen Bewegung bekommen. Schöne Geschichte. Und oh, ich werde mich jetzt hier auch ein bisschen, ach, lass mal den Reifen ruhig mal Reifen sein. Du hast dir schon das richtige Stück hier ausgesucht, Ila. Ja, Papa, ja, Papa kommt zu dir hier. Oh, hier ist es schön buschelig, Ila, ne? Oh, ja. Aber war ganz interessant jetzt mal für mich nochmal zu sehen, was sie quasi, man muss immer dran denken, ja, diese, dass es nicht irgendwelche Fake-Abenteuer sind, wie ich fahre quasi mit dem Auto bis irgendwie an den Rand ins Wasser, setze mir den Rucksack aus dem Kofferraum auf und laufe den dreimal durch die Kamera, sondern wenn man die ganze logistische Sache bedenkt, was man alles mitnehmen muss, ne, damit man dann irgendwo etwas filmen kann. Und das hatte ich ja schon beim letzten Mal gesagt, im letzten Jahr, dass ich in jedem Fall was Wasserdichtes, was ganz Kleines, aber nur für die Akkus benötige. Und da muss ich nochmal ganz einen Plan machen, ob es nur bei den Akkus bleibt oder noch irgendwas anderes dazu müsste, dass ich das richtige Volumina, in jedem Fall sollte es klein genug sein, dass es dann halt, wie gesagt, in eine Weste irgendwie reinpasst. Ne? Und da werde ich halt im Wasser halt bei solchen Wassersachen eine Weste anziehen müssen. Das bleibt ja nicht ohnehin, um die Sachen irgendwo am Mann zu tragen. Du kannst nichts hinterher schlafen oder so. Das ist alles nervig. Ne? Und genau das, ich sage das deswegen, weil ich nur sowas beabsichtige, beziehungsweise weil das ja auch sonst immer gemacht habe. Aber jetzt muss ich halt überlegen, wie wird es, wenn wir die Kamera mitnehmen bei solchen Dingern, ne? Wo du ein paar Mal durchs Wasser läufst. Und wo du halt kein Kameramann dabei hast, der irgendwie was filmt, weil du es halt alleine machst. Ne? Da beschäftige ich mich mal jetzt noch ein bisschen bei mit. Und ansonsten, auf dem Rückweg, die Brombeeren, da freue ich mich schon drauf. Da werde ich in jedem Fall nochmal anhalten. Da muss man einen kleinen Schmacko. Den haben wir uns verdient, die Lienchen. Ne? Ja, du in jedem Fall. Hier guckst du den kleinen Pummel an, die Lienchen. Ne? Oh ja. Pummel dich ein bisschen. Ja, Eli. Na, du riechst auch wie so eine Sumpfkuh. Auf dahin, wir machen erstmal ein bisschen relaxing hier. Und ein kleines Ding. Oh.
Ja. Hilfe, Eli, ein Raubtier. Oh, verrückter Mongo, Eli. Ila, leg dich doch noch ein bisschen hin. Mach dich doch ein bisschen buschelig. Kannst du ein bisschen Platz machen? Mach mal Platz, Ila. So ist es fein. Das ist eine Krabbe. Ich wollte eigentlich immer den GoPro-Stick ein bisschen auswässern lassen in der Sonne, dass sie sich wieder leer saugt. Also was ich von Nilay da suche? Na grab man, bis Wasser kommt, Eli. Das macht er tatsächlich, verrückter Affe. Oh. Abends ist immer am schönsten in einer Elbe. Ja? Ich hätte gesagt, wenn es am ruhigsten ist. Aber heute ist ein ganzer Tag ruhig gewesen. Der einzige Krach, den haben wir gemacht, das muss man so sagen. Wobei eben gerade ist ein Motorboot durchgefahren, ein Angler wieder. Na? Da ist halt wieder die ganze Stimmung hier runtergezogen quasi. Aber der Angler vorhin war nett, das muss man auch mal sagen. Ne? Hat man selten jetzt hier, tatsächlich leider viel zu selten, sagen wir es mal so. Denn der hätte ja auch gnatzig sein können, weil wir kommen da quasi an und stören sein Fanggebiet. Der hat ja immerhin 4 Angeln im Wasser. Ne? Aber ich habe ja extra gefragt, wo sind hier die Seen? Ich sehe das ja nicht, ich hasse ja in der Sonne ein bisschen so, weißt du? Ich sage, guck da vorne, ist kein Problem, da kannst du weiter und so. Na, man kann auch Rücksicht nehmen, ja? Habe ich ja wieder gesehen. Und wenn man nett ist, dann funktioniert das auch. Aber so eine Gnatzköpfe, weißt du, die schon die aus 50 Meter entgegengrölen, ja, wo ihr ganzes Niveau quasi schon in der ersten Anrede steckt. Ja, da hast du eigentlich schon, da hast du verloren. Ihr letztens Rasierklingen am Strand gefunden. Ja, kein Witz leider. Kann ich mal ein Foto einblenden, war finster. Standen, lagen da vorne 2 Stück. Und da stellt sich natürlich die Frage, also direkt auch an der Wasserkante vorne. Nicht im Wasser drin, da wäre es noch finster, wie Sie das hier sehen, sondern wie gesagt, genau da, wo auf den ersten 10 cm Land quasi haben die gelegen. Und da stellt man sich auch die Frage, wie kommen die da hin? Durchs Hochwasser? Dafür sind sie viel zu leicht. Da wären sie viel weiter weg. Die waren also frisch, meiner Meinung nach. Ja, und wer platziert am Strand oder wer nimmt grundsätzlich zum Strand Rasierklingen mit? Ja. Wer jetzt daran denkt, wir hatten so eine Begegnung ja leider gehabt, ja, dass Menschen ein grundsätzliches Problem mit Hunden haben, also ein Problem grundsätzlich mit der Umwelt haben. Das ist, da resultiert es ja grundsätzlich her. Ja. finstere Sache, ja, tritt mal eine Rasierklinge rein. Das ist. Nun gut, aber ist uns heute erspart geblieben. Füße sind noch heil, obwohl wir ein paar Mal irgendwo gegengelatscht bin. Den Felsen merke ich tatsächlich noch. Und ich habe, also den Stein, was kein Felsen. Und ich habe die ganze Zeit noch so wie Schnittlauch-Kaugummi im Mund. Das ist so irgendwie, ich habe schon, ach, bestimmt schon ein Jahr kein Kaugummi mehr gehabt, grundsätzlich. Oder das ist sogar noch länger her. Ich muss stark mal überlegen, wann das. Ich hätte fast gesagt auf der letzten Tour, aber das stimmt nicht, denn unsere beste Abonnentin der Welt hatte uns welche mal geschickt, also mir mal so ein Ding. Das ist aber auch schon im letzten Jahr gewesen, bin ich der Meinung, wo ich, oh, was Weihnachtspaket? Jedenfalls ist es schon länger her. Und jetzt habe ich das die ganze Zeit, wo ich denke, hast du Schnittlauch-Kaugummi gegessen? Nee, es war einfach nur Schnittlauch.
Und der ist so aromatisch gewesen. Da brauchst du bloß quasi zwei Halme an den ganzen Essen dran gemacht. Reicht schon völlig aus. Der hat richtig geknallt. Das ist der originale Elbenschnittlauch. Nichts aus dem Gewächshaus. Schöne Sache. Na, wir haben ein bisschen was erlebt und ich habe in jedem Fall da oben, fliegst du schon wieder, seht ihr das? Das werde ich den ganzen Tag im Ohr haben, diese Schnattere von der Gänse. Das war in jedem Fall heute charakteristisch, wie es eigentlich nicht selten hier ist an der Elbe. Ne? Ich habe zum Schluss noch, war leider viel zu schnell, konnte ich nicht sehen, was es für einer war. Deswegen will ich ja so keine falschen Spekulationen abgeben oder Theorien. War ein kleiner Vogel, der ist aus dem letzten Stück Kanal rausgeflogen, na, hier wo wir zurückgelaufen sind. War ein kleiner, der war richtig knallgoldgelb. Quasi wie ein Pirol in Miniaturformat, aber Pirol habe ich ja bei mir einige, also zumindest vor längerer Zeit waren es noch einige, jetzt sehe ich bloß noch einen. Und dann meistens eher im Frühjahr, leider. Nur. Na, jedenfalls war von der Farbe ähnlich, aber nicht so dunkelgelb wie der Pirol, noch ein bisschen goldiger. Und er hatte so einen charakteristischen Flug wie so eine Schwalbe, könnte man sagen. Ja, also du hast die Silhouette so gesehen, relativ fix nahe der Wasseroberfläche. Müssen wir mal gucken, wer es weiß. Ja? Da hier kleine Denkaufgabe für zu Hause, für die Ornithologen unter euch. Was könnte das, Süße, was hier gut in die Region passen könnte? Ja? Was könnte es für einer gewesen sein? Es war kein Eisvogel. Die habe ich auch am See, habe ich einen gesehen. Na, der wäre charakteristisch türkis. Auch ganz selten. Hatte ich mich mal gefreut, dass ich sie überhaupt einen gesehen habe. Ich habe ewig nicht. Boah, da sind sie schon wieder. Also wisst ihr, also einige Vögel sind immer interessant, wenn sie selten sind. Aber das ist ja schön hier. Da, vor allen Dingen kriege ich jetzt Hunger. Es ist abends. Ja, da oben fliegt schon wieder so einer. Aber der hat nur einen weißen Bauch von unten. Das sieht so aus, als ob es glänzen würde. Aber der andere war wirklich so. Habe ich gesehen, weil er sich mehrfach bewegt hat. War also nicht nur von einer Seite. Glücklicherweise sind wir noch nicht voll geschiedet worden. Das fehlte noch. So oft wie die über einen drüber fliegen ja immer. Ne? Ja. Naja, schön. Wir werden uns jetzt wieder, ich werde das Ganze wieder verschnallen hier, auf dem Rückweg machen. Und ich mache nochmal eine längere, hatte ich im Sinn. Ja, das war jetzt ja bloß mal zum Antesten für den Kanal, hat mich das gejuckt, ob ich das beim nächsten Mal mit einbinden kann. Und dann machen wir nochmal eine etwas ausführlichere Wassertour. Wir gucken uns noch mal kurz in der Sonne an. Jetzt. Ja, lass uns noch mal kurz die Sonne angucken von vorne. Nochmal die letzte Minute hier am Wasser. Oh, guckt euch diese einsame Sandzunge hier an. Da. Ich kann nicht anders. Ich muss immer hingehen. Es geht nicht anders. Wenn ich sowas sehe, muss ich da hingehen. Ich weiß auch nicht warum. Aber es ist geil. Guckt mal, ihr seid die Ersten. Kein anderer war hier vor euch. Es gibt noch keine Tapsen hier. Außer die jetzt von Eli. Das war ja. Das ist mal wieder typisch. Ja, der Arschgeeks. Da muss er das hier immer. Oh. So haben sich damals die Entdecker gefühlt. Deswegen heißt es Backcountry Expeditions. Guck mal, seht ihr das da hinten? Ist auch interessant, ne? Ich hoffe, das ist auf. So, das Wasser. Diese. Ich würde sagen, dass da eine Sandbank ist, ne? Wo die Wellen sich da so, ne? Da wird ein kleiner Hügel sein, möglicherweise, ne?
Das juckt mich jetzt auch schon wieder da hinzugehen und das nur anzugucken, was da los ist. Hier wird jetzt einer sagen, ne? Ich bin kurz davor. Aber nein, nein, ich hatte gesagt, wir genießen die letzte Minute hier am Wasser. Dann wollen wir, wow, jetzt kriegen wir nochmal Besuch. Jetzt ist so schnell, Eli, komm mal her. Sag mal, hast du gerade den Stein angeitert, Eli? Komm mal her, hier, komm hier. Hierher, Eli, hierher. Komm hierher. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Das ist ein Pärchen. Aber ja, jetzt einfach schon gesehen. Nämlich gerade hatten wir, wie drücke ich es politisch korrekt aus, einen südländischen Typ. Hm? Ist das okay? Ich weiß es nicht. Der kam jedenfalls alleine an. Hatte auch überhaupt nicht so das Outfit eines Strandgängers, sondern wisst ihr, was ich meine? Das war ja eher Gucci Prada mit Goldkette, so nach dem Motto. Und natürlich mit einem Telefon in der Hand, das war klar. Und hat hier irgendwie alles abgeleuchtet. Ich da nackt im Strand, ich hatte nichts angehabt, ich musste jetzt mal was anziehen, weil wisst ihr nicht, wer hier jetzt so ankommt, ne? Und, Eli war richtig finster, Eli ist richtig abgegangen, aber mal. Die habe ich gerade noch so packen gekommen, deswegen habe ich ihm jetzt hier mal wieder das Geschirr angemacht, dass ich was anhalten kann hier, ne? Habe ich den gerade so, wow, mit Hund, Eli, da ist ein Knäuel dabei. Habe ich den gerade noch so zu packen bekommen. Alter, der wäre aber finster losgegangen, sag ich euch. Das kannst du nicht bringen. Das kannst du echt nicht bringen, sich an Dominik hier so quasi hinterrücks im einsamen Fleckchen anzuschleichen. Da macht Eli alles richtig, muss ich sagen. Na? Deswegen haben wir ihn ja auch dabei, wenn man noch schön aufpasst. Aber ich glaube, die haben wir schon mal gesehen, wenn ich recht entsinne. Mit dem Yachtverschnitt. Das, ich glaube, da brennt nichts an. Wir müssen jetzt sowieso los. Ha? Ich wollte euch allerdings nochmal da drüben schön den Sonnenuntergang jetzt. Wir haben es ausgereizt. Ja? An der Stand der Sonne seht ihr, dass ich es mir hier nochmal ein bisschen habe gut gehen lassen. So ein bisschen. Also wir haben nicht geschlafen. Ne? Ich habe wirklich nur die Landschaft beobachtet. Mit wachem Auge natürlich. Ja, und jetzt ist Eli natürlich umso wacher. Aber nie, Eli. Ich muss dich jetzt gleich an deine Käfig-Kerkerkette. Das ist jetzt der Blutgeleckt vorhin. Das war echt finster. Also kannst du. Wir haben einen weltoffenen natürlich, Eli. Nicht, dass jetzt hier was Falsches rüberkommt. Ja. Aber die müssen wir auch hierher garren, wirklich. Ne? Auf dahin. Ja. Ich habe die Schuhe jetzt mal. Geh mal trockenen Fußes, also feuchten Fußes, aber trockenen Schuhes. Wechseln wir mal die Seite. Ansonsten sind wir soweit. Ne? Schönes Fleckchen, wie ich finde. Wie immer. Immer wieder gern. Komm her, du Käfighund. Och, da guck an hier. Fahre mit dem Fahrrad hergefahren. Das glaubst du nicht. Wieder langsam. Ja, das ist schön wieder rücksichtslos im Weg gestellt. Ah ja, ist ja kein Problem. Machen wir ein paar Pflanzen platt. Jo. Sunset. View ist das klassisch da angesagt. Es liegt mir jetzt auf der Lippe, wieder so eine kleine Sozialdiagnose abzugeben. Ja, nee, wir lassen das, wir lassen das. Wir weiß nie, wer hier zuguckt und so weiter. Ist mir auch ein bisschen zu nah ran, muss ich sagen. Ja, aber voll ist ein Auto. Da los. Das war, ich habe mich natürlich schon gefragt, woher, nee, rechts, Eli, woher unser, oh, jetzt hätte ich fast ein diskriminierendes Wort gesagt, woher unser Goldbehängter, das ist ja jetzt nicht falsch, Strandbesucher kam, denn der sah nicht so aus, als ob ich, hey, laufen wäre, wisst ihr, was ich meine, ja. So, Eli, aber du kannst jetzt umso mehr, genau, reingezogen. Oh. Oh ja. So, Eli, lass laufen, Eli. Zieh. Oh,
So sieht's gut aus. Los, Eli, zieh! Ist aber kein Anwohner da. Komisch, ne? Wo der illegale Parker hin ist, müssen wir jetzt mal untersuchen. Jetzt geht mich ja gar nichts an. Eine schöne Sache. Wir haben es wieder mal geschafft, ne? Oh ja, Eli. Letzten Blick auf die Elbe. Kriegt er nochmal. Pass ich zum Sonnenuntergang. 15 Minuten ist er weg. Oh. Dann müsstest du 9 rum sein, ja? Nach 9 ist es wahrscheinlich schon 9:45, 21:15, 21:23, sage ich. So, Julian, wir sind, wir wollen uns jetzt hier noch einen Sonnenbrand im Auge holen. Blendet ganz schön. Machen wir uns jetzt hier kurz. Im wahrsten Sinne des Wortes, Eli. Bist du soweit? Eli ist soweit. Los jetzt, ja! Yeah! Rin gehauen, Eli! Auf zu den Brombeeren! Ich hoffe, es hängen noch welche dran. Oh, jetzt muss ich Mut zumachen, jetzt kommt fliegen! Halt, Eli. Ihr seht das, die Übeltäter. Die dicke, fette Nacktschnecke. Spanische und Mücken haben wir auch hier. Selbst hier krabbeln sie rum. Na, es ist ja noch nicht, ich meine, die krabbeln überall rum. Ja, aber das ist immer ein Paradebeispiel hier. Direkt auf dem Weg. Pfui, Teufel, Eli. Pfui, das gibt's doch nicht. Die sind ganz schön penetrant jetzt hier. Und da fragst du dich, was gibt's hier zu holen? Ja, hier ein bisschen vom Feld. Und da drüben steht hier natürlich das vom Bauern. Da wird's hin. Ja, das sind, siehst du auch, die ersten tatsächlich. Jetzt, wo man genau hinguckt, die ersten sind alle angefressen, die Blätter. Also da sehe ich gerade so eine richtig angefressene Wolke. Da haben wir wieder unsere Schädlinge hier, ja. Und ich habe mir gerade, schön langsam, Eli, mach ganz, ganz entspannt. Nein, entspannt kennen wir nicht. Schon wieder 81%. habe ich mir gerade überlegt, wegen den Brombeeren wäre jetzt natürlich blöde, wenn ich mir alle wegesse. Denn das Problem ist natürlich, ich habe Hunger. Ich hätte mir ja schon eine Gans vom Himmel geholt. Das darfst du echt nicht auf die Zivilisation loslassen. Wobei das ja gar keine ist hier. Ja? Also zumindest wisst ihr, wie ich meine. Oder stehen sie auf dem Acker, wo ich gerade von geredet habe. Da sitzen sie alle, die uns hier den Strand schön zugeschissen haben. Oh, guckt euch mal an, der ganze Acker da hinten ist voll. Da sind wir mindestens 500. Ach, so weit kann ich hier gar nicht gucken. Also da muss ja mal einer sagen, wenn da nicht eine über wäre jetzt, oder? Und eine würde uns ja auch schon reichen. Da würden wir beide von satt werden. Ihr seht, ich habe wirklich Hunger. Ja, genau, waren wir gerade bei den Brombeeren, nicht bei den Gänsen. Jawohl, ganz mit Brombeersoße. Und da könnte ich ein kleines Weinchen noch mit dran kippen. Das wird, jetzt ist wieder die Fliegen. Naja, jedenfalls ist es vielleicht cleverer, langfristig gesehen. Wenn ich sie, wenn ich sie vielleicht noch stehen lasse. Ne? Morgen ist Sonntag, da wäre es auch unclever, hier zu pflücken, weil sich denn andere ein Beispiel dran nehmen. Ich hatte ja vorhin schon, als wir auf den Weg gefahren sind, die zwei kamen uns entgegen, die hatten so ein kleines Eimerchen in der Hand. Alle beide, da hatte ich schon Panik bekommen. Ne? Nicht, dass das hier, aber dafür hingen noch zu viele dran. Ich weiß nicht, was in dem Eimer drin war, aber Brombeeren können es nicht gewesen sein. Jedenfalls es ist es blöde, am Sonntag Brombeeren zu pflücken, dann sehen das wieder andere. Wir kennt ja den Vormachereffekt, ja, wisst ihr ja selber. Wenn ich das hier in die Kamera spreche, ist eh zu spät, weil dann habe ich sie schon abgepflückt, wenn die ganze Sache online ist. Ja, das ist ja kein Problem.
ist es besser, das in der Woche zu machen, wenn die Leute werktags beschäftigt sind mit unwichtigen Dingen. Ja. Das heißt, ich esse vielleicht 2 oder 3. Die kann ich jetzt, ja. Wir hören da auf, wo wir angefangen haben. Das finde ich ganz passig. Und dann, jetzt könnte doch mal so ein Strommast hier reinfliegen. Mit einer Strippe dran, die bis auf den Boden reicht. Das ist auch finster. Ja, Mensch, ist Abendbrot. Oh, da ist die Sonne. Guckt euch an, was Positives. Die Sonne. Oh, sieht sie gut aus, ne? Schön orange. Und die beiden in ihrem vermeintlich... Nein, sie haben sich möglicherweise noch nicht auseinandergelebt. Ja, das muss ja nicht so sein. Finden jetzt im romantischen Sonnenuntergang vielleicht wieder ein Minütchen der Ruhe beisammen. Ja? Das ist ja mal das positive Sehen. Und der Mond ist zur Hälfte da. Ihr könnt ihn sehen. Auch schön aus. Das ist genau ein halber Mond. Aber wirklich. Fast. Ah, nicht ganz. Ich sehe einen kleinen Knick drin. Aber. Ja. Haben wir hier zwei, jetzt hätte ich fast gesagt zwei Planeten, aber das ist natürlich falsch. Wir haben hier einen Mond, den kann man als Planeten durchgehen lassen, aber das da hinten ist ja angeblich ein Stern. Naja, wir müssen schon die Schubkassen richtig aufziehen, wenn wir was in die Kamera erzählen hier. Die Natur, darum ging es mir ja. Ja, falls, wieder rechts zu den Brombeeren, richtig. Es ist schön, da haben wir einen guten Nachmittag verbracht. Ja? Können wir uns jetzt nicht beklagen. Ist nichts weiter passiert. Ich weiß jetzt schon, dass die Beine nachher, jetzt lag ich ja noch die ganze Zeit in der Sonne und auf dem Sand, da habe ich das nicht so gemerkt. Aber nachher, wenn wir drinnen sind, glaube ich, zum Abend fängt das ja sowieso an, wisst ihr ja, dann geht immer die ganzen, was man tagsüber erlebt hat, zieht sich der Körper nochmal durch. Das muss jucken, ohne Ende. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. So viele Brennnesseln und Disteln, wie ich da vorhin durchgelatscht bin, das ist schon ziemlich finster. Da müssen wir dann durch, aber wir haben ja das Tagesziel erreicht. Das war ja mein wichtiges, ich habe mich gewaschen. Ah ja, ne, geil. Da muss man dran denken. Das war ja hier Sinn und Zweck dieser ganzen Nummer, dass ich mich ein bisschen frisch mache. Ja? Und Eli natürlich bei ganz nebenbei auch. Und vor allen Dingen hat er ja auch noch gut was sich bewegt. Ja? Ist sein Abendessen jetzt verdient. Und apropos, jetzt geht es wirklich weg da hinten, ne? Jetzt ist sie gleich weg. Jetzt nochmal Sonnenuntergang live. Wow, jetzt ist aber toll grell in den Augen, Ila. Du bist die Sonnenbrille auf. Hier, Blende 32 muss ich machen. Oh. Vorsicht Wasser, Ila. Ich glaube, hier vorne war das schon. Ja, ich sehe ja eigentlich überall. Oh ja, hier sind sie. Ja, da vorne ist schon. Da vorne sind Angler. Da wollen wir nicht stören, Eli. Die kannst du noch mal kurz sich erleichtern. Aber schön hier geblieben, Eli. Nicht den Angler stören. Und da werden wir uns hier. Oh, ich habe voll in die Sonne reingeguckt. Aber jetzt habe ich doch noch, auf den letzten Meter bin ich blind geworden. Ich sehe die Brombeeren nicht. Also ich habe schon so viel Stacheln, das interessiert mich jetzt hier gar nicht mehr. Die paar Brombeeren, das ist ja wohl ein Witz. Guckt sie euch an. Jetzt müsst ihr mal reinstellen, da stehst du als Angler den ganzen Tag hier neben den Brombeeren und kommst nicht auf die Idee, die abzupflücken? Und stattdessen essen sie lieber den vom See völlig vergifteten Fisch. Also wenn sie ihn denn essen, ja. Das weiß man nicht. Möglicherweise schmeißen sie es doch wieder rein. Der vorhin da war, der Angler hatte Taschen bei. Also der wird die wohl einkastrieren. Hätte ich jetzt fast gesagt, wenn er was fängt.
Siehst du, da hätten wir mal fragen sollen, wenn wir clever gewesen sind. Ah, beim nächsten Mal. Den nächsten, den wir sehen, der ist wieder unfreundlich wahrscheinlich. Den werden wir mal anhauen, was er sich da so an Land zieht. Ne? Denn wenn er sagt, er ist ja nachts da. Und ich hatte jetzt, wie gesagt, nochmal zwei Boote stromabwärts fahren sehen, an uns vorbei. Da sind wir ja wieder bei den Monsterwelsen. Wisst ihr? Diese 3-Meter-Dinger, die Eli quasi unter Wasser ziehen und mich gleich mit dran, quasi an der Leine. Ne? Wir wollten zusammenreißen, nur so einen kleinen. Nee, Eli, komm mal her, komm hier. Eli wollte sich schon welche reinziehen jetzt, die alte Fressau. Komm her hier. Da waren ein paar Schmackos hier für dich am Lenkrad. Guck mal, einen kleinen Staubi-Waubi hast du. Hm? Und, sind die Schmackos? Das ist gut, Eli, ne? Die sind wirklich gut. Also einige haben noch, die können noch 4 Tage. Ja. Aber, ihr seht ja. Ila sagt auch, die sind reif in jedem Fall. Rinn mit dir. Letzte Teilmount. Oh, die hast du mir gegönnt, Ila. Die hast du mir nicht gegönnt. Hier, einen kriegst du die. Ah, sind wir durch. Und die Sonne. Die Sonne ist auch durch. Seht ihr, glaube ich, sie ist jetzt direkt am Weggehen. Gehen wir sie noch kurz hinter die Pappeln zu sehen? Komm mal her, Eli. Wo habe ich eigentlich den Strippwert hingelegt? Hier. Da machen wir letzte. Hey, die kommen, komm schnell her, Eli. Wir haben noch genau 20 Sekunden Zeit. Hier, den Zicke. Oh, nein, Eli. Was ist denn da los jetzt? Hier, los. Sie gibt noch. Oh nein, sie geht gerade weg. Das ist beeilen. Ja, jetzt packen wir uns hier noch auf die Fresse auf den letzten Meter. Ja, ist ja gut. Ruhig bleiben. Ist die Kamera überhaupt noch an? Das ist auch jetzt euch auch egal. Hauptsache los. So, Ila. Sonnenuntergang. Die Sonne! Wir wünschen euch, wie wir das gerade hatten, wie immer, viel Spaß! Wow! Viel Spaß hier!